Das Interesse und auch die Fragen zum Thema Camera to Cloud, die werden immer mehr. Und deswegen zeigen wir dir heute, was Camera to Cloud eigentlich ist und welche großen Vorteile du dadurch bekommst. Der Name Camera to Cloud, der verrät es schon. Die Aufnahmen können aus der Kamera direkt in eine Cloud hochgeladen werden. Das geht dann auch von überall auf der Welt. Die Personen mit Zugang zur Cloud, die können dann die Aufnahmen ansehen und mit den brandaktuellen, ich sag mal quasi Live-Aufnahmen sogar schon mit der Postproduktion beginnen. Ab und zu werden wir hier auch Einblicke aus einem Interview mit Adobe einblenden, vor allem weil Adobe und Frame.io sehr eng miteinander arbeiten und der Fokus eben heute sehr stark auf Frame.io liegt. Michael von Adobe haben wir eben zum Thema Camera to Cloud befragt und er sagt: Camera to Cloud ist die Zukunft. Speichermedien werden wir sehr bald nicht mehr benötigen, in den Kameras zumindest nicht, denn wir können die Files direkt aus der Kamera in die Cloud beamen und von da aus direkt weiter nutzen in der Editing-Software. Und das heißt, wir haben durch Camera to Cloud wirklich super viele Vorteile, sowohl auf der Seite der Filmemacher, Creator, des EB-Teams, als auch auf der Seite der Postproduktionsteams. Eines der allergrößten Benefits ist die hohe Zeitersparnis. Gerade bei der herkömmlichen Variante muss ja wirklich viel Zeit einkalkuliert werden, bis die Dateien nach einem Dreh überhaupt abgespeichert werden können. Und in der Regel sitzt der Cutter oder die Cutterin und auch die Person fürs Color Grading gar nicht vor Ort, sodass wir die Dateien dann noch zusätzlich in der Cloud uploaden müssen. Andernfalls gibt es auch oft die Variante, dass das komplette Speichermedium verschickt wird, was je nach Versand auch einige Tage in Anspruch nehmen kann. Aber unabhängig davon, welchen der Wege man jetzt wählt, muss für diesen Prozess einiges an Zeit einberechnet werden. Auch wenn beispielsweise danach im Nachgang noch ein paar Korrekturschleifen anfallen, kann dies durch den Upload- sowie Download-Prozess ein bisschen dauern. Ja, und da kommt jetzt eben Camera to Cloud ins Spiel. Die Videofiles können direkt aus der Kamera in die Cloud geladen werden, sodass direkt für den Post alles zur Verfügung steht. Es kann also direkt mit dem Edit und auch mit dem Color Grading gestartet werden, sobald die Dateien in der Cloud zur Verfügung stehen. Das kann auch je nach Verbindung ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weshalb dann hier wieder viele mit Proxys arbeiten. Dadurch wird einerseits der Upload deutlich schneller als mit den Originalfiles, aber auch im Schnitt läuft es ein bisschen flüssiger. Wenn das Video dann fertig geschnitten ist, können dann die HiRes-Aufnahmen für den Export wieder verwendet werden. Die HiRes-Files können nämlich je nach System parallel mit hochgeladen werden, sind aber oftmals erst ein bisschen später verfügbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass direkt im Team alle sehen, ob die Aufnahmen auch den Anforderungen entsprechen. Den Kamerapersonen im Feld können direkt nämlich dann Verbesserungsvorschläge zum Beispiel mit an die Hand gegeben werden, solange sie eben noch vor Ort sind. Gerade diejenigen, die schon mal unbemerkt Fehler in der Audiodatei hatten, die werden sich hier freuen. Und Adobe hat uns da ein gutes und auch simples Beispiel mal mitgebracht, wo der Weg mit nur einem Smartphone gezeigt wird. Genau, Camera to Cloud funktioniert natürlich mit vielen Kameras, auch mit Handykameras. Und wir können einfach hier aus der App ein kleines Video machen. Hallo. Und hinter uns ist Frame.io geöffnet und zack, unser Proxy-File ist hochgeladen in der Cloud und der Editor kann das direkt aus dem Premiere Pro-Panel ziehen und damit weiterarbeiten. Das heißt, ich kann hier rumlaufen auf der ConCon, fleißig meinen Content shooten und der Editor kann schon mal einen Rough Cut machen, Farbe drauflegen, Grafiken drauflegen und wenn ich dann nach Hause komme, ins Studio kann ich ihm den Hi-Res, das Hi-Res-Material geben. Er sinkt. Aber auch direkt über eine Kamera ist es möglich. Dort benötigt man ein bisschen Peripherie. Die meisten Kameras, vor allem Systemkameras oder Camcorder, können das über zwei Peripheriegeräte nehmen. Einmal so ein Teradek Cube-Gerät, eigentlich ein sehr kleines, handliches Gerät. Steckt man über SDI an die Kamera, verbindet es mit einem Netzwerk und mit Frame.io. Und dann werden die Files transkodiert und direkt über das Wi-Fi auf die Cloud geladen. Aber es geht ja wahrscheinlich auch ohne den Cube. Ohne den Cube geht es mit einigen Kameras. Also zum Beispiel die neue Red-Serie, die V-Raptor-Serie, die neue, die kann das aus der Kamera direkt ohne Peripherie. Und das ist wortwörtlich Camera to Cloud. Über die Red, V-Raptor und V-Raptor XL können wir direkt out of camera in die Frame.io Cloud Videofiles hochladen. Die Einstellungen, die man hierzu an der Kamera machen muss, sind super intuitiv. Die Kamera muss sich natürlich im Netzwerk befinden und kann dann mit Frame.io verbunden werden. Dann können direkt Redcode RAW-Dateien bis zu 8K Auflösung übertragen werden.
Dazu benötigen wir bzw. Frame.io jedoch eine schnelle Upload-Geschwindigkeit von mindestens 800 Mbit pro Sekunde, aber auch ProRes-Proxys können übertragen werden, was bei der Datenmenge vermutlich für die allermeisten am relevantesten ist. Hier liegt die Upload-Geschwindigkeit bei mindestens 80 Mbit pro Sekunde. Auch LUTs, CDLs und Audiodateien können hochgeladen werden. Die Kameraperson kann einsehen, sobald das Videofile in die Cloud hochgeladen wurde und auch, wie viele noch zu übertragen sind. Ein mega Vorteil wird aber sicherlich schon deutlich, ist, dass die Person frei unterwegs sein kann und Content sammeln kann, während die Dateien automatisch für die Weiterverarbeitung hochgeladen werden. Das heißt, hier kann sich voll und ganz auf die Produktion konzentriert werden, vor allem von beiden Seiten aus. Nice ist vor allem, dass es auch als Backup irgendwie fungieren kann, da wir parallel natürlich noch auf eine Speicherkarte aufzeichnen. Womit Camera2Cloud auch möglich ist, ist mit den Monitorrecordern von Atomos. Hierfür wird dann das Connect-Modul gebraucht, mit dem man ganz easy eine Internetverbindung wireless sowie drahtgebunden aufbauen kann und was dann die Ninja 5-Reihe und auch die ganz neuen Ninjas eben dazu qualifiziert, dann die Dateien zu übertragen. Die Atomos-Recorder können direkt mit der Atomos-Cloud verbunden werden und von der Atomos-Cloud ausgehend können viele Destinations, also Ziele bespielt werden. Das heißt, hier kann unter anderem direkt aus der Atomos Cloud gestreamt und zum Beispiel auch Remote View verwendet werden, aber auch die Camera-to-Cloud-Tools wie Sony C und Frame.io eben. Und da wir uns heute im Ökosystem Frame.io befinden, bleiben wir auch hier. Auch die Einbindung eines Atomos Ninjas ist super intuitiv. Wir fügen ihn zunächst eben der Atomos Cloud hinzu und können dann als Ziel unsere bereits angelegte Frame.io Cloud auswählen. Großer Vorteil vom Connect bzw. von der Atomos Cloud ist, dass du das nicht umständlich irgendwie am Monitor handeln musst, sondern alles an einem PC einrichten kannst. Dann musst du deinen Recorder für die Cloud nur noch freigeben und schon werden die Daten automatisch dort abgespeichert. Und das ist sowohl in Proxy als auch eben bis hin zu ProRes RAW Files möglich. Auch hier also arbeiten wir ähnlich wie bei den anderen Camera-to-Cloud-Lösungen. Wir nehmen, wie immer, über unseren Ninja Ultra beispielsweise auf und sobald wir die Aufnahmen stoppen, wird die gewünschte Qualität der Videodatei in unserer Cloud angezeigt und parallel auf unserer SSD gespeichert in als High-Res-File. Also kann auch hier jetzt eben die Kameraperson fleißig Aufnahmen produzieren und das Produktionsteam kann die Dateien bereits schon im Schnitt verarbeiten. Und da kommt auch ein cooles Plugin für Premiere ins Spiel. Na klar, Premiere ist unser Go-To-Editing-Tool, unser NLI-Tool. Und wir können eben, das Schöne ist, der Editor muss Premiere nicht mehr verlassen. Das Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Software-Panels oder verschiedenen Fenstern braucht es nicht mehr. Wir können Frame.io als Panel in Premiere öffnen, uns connecten, also Login machen innerhalb des Panels. Und dann sehe ich alle Files, die da reinkommen von den Kameraleuten, automatisch da drin. Ich kann sie mir runterladen auf meine lokale Maschine und direkt in die Timeline ziehen und damit arbeiten. Genauso, wenn ein Redakteur kommentiert, sehe ich auch die Kommentare in den Paneln. Das heißt, ich muss nicht mehr in eine Excel-Tabelle gehen, einen Timecode raussuchen, versuchen zu verstehen, was hat er denn damit gemeint mit dem Kommentar. Oh, okay, ich mache mal ein Edit, so wie ich denke, schick's zurück und der schlägt die Hände über dem Kopf. So meinte ich das gar nicht, alles wieder zurück, mach anders. Das heißt, wir reduzieren da die Review-Schleifen, die Arbeitszeit geht nicht mehr verloren, wir können uns um das Kreative kümmern und genau, das macht den Workflow smooth und schnell. Also bei Camera2Cloud geht es vor allem um gemeinsames Arbeiten, darum gemeinsam gute Workflows zu schaffen, um ja möglichst effizient zu produzieren. Vor allem Unternehmen, die mehrere Standorte all over the world haben, werden davon sehr profitieren. Also damit sind vorrangig professionelle Produktionsteams, also große Produktionsteams und auch Teams im Broadcast-Bereich gemeint. Aber auch Creator und Creatorinnen, die eng mit ihren Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten und quasi irgendwie auch direktes Feedback vielleicht auch angewiesen sind. Gerade interessant ist auch im Bereich News sowie EB-Shoots, also alles, was wirklich schnell in den Playout und auch tagesaktuell sein muss. Sei es für Social Media oder wirklich TV. Also alles, was tagesaktuell, da ist die Aktualität des Contents der Geldfaktor. Ja. Der Content ist 4 Stunden später oft nichts mehr wert. Ja. Das heißt, je schneller es ins Playout geht, desto wertvoller ist es für den Sender oder eben für die Website, für den Blog, was auch immer. Genauso Sport, Events, Konzerte. Man kann ein Zuschauererlebnis kreieren, wo der Zuschauer nicht im Stadion ist, aber im Prinzip live dabei ist
ohne einen Livestream zu sehen. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Fußballspiel oder ein Basketballspiel und die Social Media Redaktion kriegt die Files instantly, kann eine Story mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Minuten befüttern mit gegradetem Footage, mit Grafiken drin. Und ein Konsument kann es auf dem iPhone, auf Social Media betrachten, nur die Highlights fast in Realtime. Nicht in Realtime, aber mit wenigen Minuten Verzögerung. Und das ist ein Konsumerlebnis für Medien, das bis dato nicht da gewesen ist. Ja, definitiv. Also ich glaube, es kam ganz gut rüber, was man mit Camera to Cloud machen kann. Und das sind ja erst noch in Anführungsstrichen die Anfänge. Wer weiß, was da noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt, auf uns wartet. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt noch weitere Cloud-Anbieter. Beispielsweise gibt es hier auch von Blackmagic oder Sony spannende Anbindungen. Wenn dich also noch mehr zum Thema Camera to Cloud interessiert, dann lass uns das auf jeden Fall gerne wissen. Auch wenn ansonsten noch Fragen bestehen sollten, schreib diese wirklich gerne in die Kommentare. Und ansonsten kannst du auch sehr gerne unseren Vertrieb anrufen.